Das ist Sebastian. Im Jahr 2000 wird er 18 Jahre alt sein. Dann muss er selbst darüber entscheiden, wie sein Leben aussehen soll. Bis dahin haben wir die Verantwortung für ihn. Und wir werden ihm eine Menge zumuten. Sebastian wird bald erfahren, dass uns Autos wichtiger sind als Kinder. Wie erklären wir Sebastian, dass wir die Industrie unser Wasser und unsere Luft vergiften lassen? Unsere Wälder werden durch sauren Regen zerstört. Selbst Gewässer, die noch sauber aussehen, sind schon chemisch verseucht. Eines Tages wird Sebastian fragen, warum wir Politikern vertrauen, die uns Kriegsvorbereitungen als Friedenspolitik verkaufen. Wir haben diese Welt von Sebastian nur geborgt. Vielleicht werden wir ihm eines Tages erklären müssen, warum wir sie in eine Wüste verwandelt haben. Aber noch braucht es ja nicht zu spät zu sein. Die Zukunft unserer Kinder ist noch nicht endgültig verspielt. Denn Raubbau an Rohstoffen, Umweltzerstörung, Waldvernichtung, das alles sind ja keine unabwendbaren Schicksalskatastrophen. Das alles sind Folgen menschlichen Verhaltens, menschlichen Fehlverhaltens. Die Wachstumsparteien freilich und die Industrie, die wollen uns einreden, wir hätten das zu zahlen als Preis für den Fortschritt. Wenn es so wäre, das wäre furchtbar. Aber in Wirklichkeit gibt es ja längst alternative Möglichkeiten in vielen Bereichen. Im Bereich der Energieproduktion, der Landwirtschaft und vielen anderen. Ob wir von denen allerdings Gebrauch machen oder ob wir wie bisher wie die Lemminge auf dem alten Weg weiterziehen, der die Zukunft unserer Kinder endgültig ruinieren wird, das hängt von der politischen Willensbildung ab. Und an der können Sie sich mit Ihrer Stimme verantwortlich beteiligen.